dass du wieder eingeschaltet hast. Wir sind zurück im Dorf, wie versprochen. Ja. Ich bin böse. Ich habe zwar gesagt, ich sollte aufhören, aber irgendwie wollte ich jetzt noch weiterspielen. Eine Folge geht noch. Und, ja. Wir müssen jetzt mit Randy sprechen und dann machen wir uns auf. Bitte, Räder, erzähl noch eine. Ja, ja, eine letzte noch. Aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also, diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer Oase in der Wüste zu. Einem Ort voller Geheimnisse und Wunder. Tempel eines verborgenen Gottes. Der Wächter dieses Tempels. Ich weiß halt nicht, die Quest mit Dings, das ist glaube ich auch mit 300er oder so, da warten wir auf jeden Fall noch einmal ein bisschen. Wo ist er? Wo ist Sigurd? Er lebt. Aber er ist nicht bei dir? Wo ist er? Dark, nicht jetzt. Ich muss mit Randvi sprechen. Du hast ihn nicht gefunden, oder Eivor? Sag schon, wir verdienen die Wahrheit. Ich muss mit Randvi sprechen. Geh zur Seite! Sofort! Du hast ihn nicht gefunden, weil du ihn nicht gesucht hast! Ich sehe dich, Eivor! Ich weiß, was du bist! Eivor, du kommst allein. Muss ich um Sigurd fürchten? Ich konnte ihn nicht finden. Folge diese Wahnsinnige, sie ist entwischt und nahm ihn mit nach Sudsexe. Wir brauchen ein Heer, müssen unsere Bündnisse einfordern und sie an ihren Treueschwur erinnern. Wir müssen handeln, bevor... Bevor... Bevor was, Eivor? Sie hat ihn gefoltert, Randvi, ihm unsägliche Dinge angetan, seinen Arm abgetrennt und für uns zurückgelassen. Ich fürchte... Sie wird ihn töten. Ganz langsam. Götter. Naja, Bündnis wurde da ja nicht groß geschlossen, ne? Erstmal die anderen Teile, weil ich gehe mal davon aus, dass mit Sudsexe ja den der Hauptstrang sozusagen mit Dings immer weitergeht. Vorstellen, dass man da jetzt schon auf dem Weg ins Finale ist, glaube ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen uns ausruhen, wir können nämlich nicht mit ihr reden. Okay, dann ruhen wir uns mal aus. Das ist nur ein richtiges Dorf, wie schnell doch die Zeit vergeht und wie rasch ist es. Wir können ja nur einige weitere Erweiterungen für unsere Gehöfe äußern. Ne? Zweitens, letzte Erweiterung des Viehhofs, zweite und letzte Erweiterung des Getreidehofs, zweite und letzte Erweiterung Geflügelhof. Wir stoßen fast an unsere Grenzen, ey, war weiter so. Oh, Wolfi! Brief lesen. Einladung. Eivor, der alte Gedrick wollte keine förmlichen Rituale, um ihn zum Aldermann zu machen, aber ich habe ihn überzeugt, dass er zum Wohle des Geers ist. König Seowulf
höchst selbst wird den Vorsitz haben. Wenn du kommen kannst, bin ich sicher, dass Gedrick zum Schätzen wissen würde. Ist das nicht Pusteblume oder so, wie es ja doch? Na, werden wir wieder träumen? Oh, ey. Die knallen hier immer noch wie blöd, ey. Der rebelliert doch jetzt richtig. Stell dich, Eivor! Oh. Bleib stehen, Wolfsmal! Es endet jetzt! Dark, dreh dich um und geh! Deine Art ist nicht meine, Eivor. Ich fliehe nicht vor meiner Verantwortung auf der Suche nach Ruhm. Ich stehe meinen Leuten bei. Über viele Monde stand ich an deiner Seite und vertraute auf Sigurds Urteil, weil ich an ihn und sein Vorhaben geglaubt habe. Folge Eivors Befehlen, hat er gesagt. Und das machte ich. Wider besseres Wissen tat ich, was du wolltest. Und wohin hat uns das gebracht? Wir haben keinen Jarl und sehen tatenlos zu, wie du, wie ein aufgeschrecktes Huhn, dem Ruhm nachjagst. Du hättest im Vertrauen zu mir kommen können, Dark. Aber das ist nun vorbei. Das interessiert mich auch nicht. Ich habe mich entschieden. Hört mich an! Ich fordere Eivor heraus! Der Sieger führt den Clan, bis Sigurd sicher zurückkehrt! Verschwinde, Dark! Nein! Wir kämpfen bis zum Tod! Das Ding ist, wenn ich annehme, dann stirbt er. Wenn ich Nein sage, bin ich ein Feigling. Du redest wirr, Dark. Das ist doch verrückt. Es reicht! Haselt das Feld ein! Ich schlachte dich wie ein Spartakel! Bitte! Bitte, alle beide! Feige bis zum Schluss. Sei tapfer, Eivor. Ich will dich schnell zu Ende. Halt! Nimm mich nicht. Das zu Tode. Geh einfach. Der falsche Dark. Lass es nicht so weit kommen. Feige bis zum Schluss. Sei tapfer, Eivor. Ich bringe es schnell zu Ende. Daran liegt keine Ehre. Was weißt du schon von Ehre, was Sigurd dich nicht gelehrt hat? Du hingst an seiner Brust und hast ihn zum Sterben zurückgelassen. Alter. Hättest du nur auf mich gehört, das hätte dich retten können. Thank you.
fort und komm nie zurück. Spar dir dein Mitleid und kämpfe! Wie du willst. Du lässt mir keine Wahl. Wenn ich Mitgefühl hätte, würde ich es nicht an diesen armen Narren vergeuden. Und das hast du selbst gesagt. Was er forderte, gabst du ihm. Das sollte reichen, denn ich habe keine Verwendung für einen so zerbrechlichen in meiner Halle der Helden. Er kämpfte für das, woran er glaubte. Hat das keinen Wert? Hat es. Du hast ihn trotzdem getötet. Was ist der wahre Preis der Respektlosigkeit? Die Entscheidung liegt bei dir. Na, der kriegt seine Waffe. Wenn ich hätte nicht dazu kommen dürfen, alter Freund. Nimm deine Axt und steig auf zu Odins Halle. Was du auch im Leben gesucht hast, mehr wirst du es dort finden. Geht in eure Häuser. Ich bette ihn zur Ruhe. Jetzt geht nach Hause! Dark hat mich des Verrats beschuldigt. Ich hätte meinen Schwur gebrochen. Und das war meine Antwort. Ihr sollt die ganze Wahrheit hören. Niemand wünscht sich Sigurds sichere Rückkehr mehr als ich. Das wisst ihr. Ihr wisst es. Ihr alle. Und ich verbrenne die Felder und staue die Flüsse von Westsexe, um ihn zu finden. Das schwöre ich. Das ist mein Eid. Ich finde Sigurd. Ihr werdet nicht ohne Jarl sein. Ihr habt mein Wort. Die Frage ist halt, hätte ich einfach nur Nein gesagt. Ich glaube, dass er einen trotzdem angegriffen hätte. Dann hätte er zu uns gesagt, wir wären feige. Oder irgendwie sowas hätte er sicherlich gesagt. Dark, du hast gelebt, wie du gestorben bist. Stolz und kühn. Das kann ich dir nicht verübeln. Mir fehlen deine Geschichten. Doch ich behalte sie in guter Erinnerung. Was hätte man denn machen sollen? Der ist ja immer mehr auf uns raufgegangen. Das ist immer gar nicht. Okay.
Okay, Zuschlag in Orden. Wikinger gesucht. Asgard wartet auf dich. Das könnten wir natürlich auch als nächstes machen. Also Windland wäre halt wieder zurück. Das könnten wir sonst auch mal in Angriff nehmen. Sonst müssen wir da einmal wieder zurückgehen. Herausforderung der Götter. Nachdem Eva das Schützen gesehen hat, kommt es zu einem Treffen mit dem Kampf zu einer alten Dame. Okay, theoretisch auch noch mal inzwischen. Kuckuck wäre auch jetzt so zwischen für uns. Die vergessene Saga. Ja, das sind ja die Hauptzüge. So, wir gehen jetzt erstmal zu Ranfien. So, und dann gucken wir, was jetzt passiert. Vier Quests, wa? Asgard wartet. Fremde Lande. Kjotvi. Was? Sind wieder aufgetaucht und er stärker als zuvor halt und weiß vielleicht. Okay, dann Neuankömmling. Und Schloss und der Götter. So. Flieg, Freundin. Haben wir noch was für ihn? Nein, haben wir noch nicht. Erzähl mir, was du hier tust. Wenn du draußen in... Was los? Die Durki, freue mich nicht. Ja. Sache zumindest. Petra. Eivor, wie geht es dir? Ich muss gehen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Cool. Oder wollen wir ein bisschen mit dir Zeit verbringen? Ich weiß ja nicht, was... Petra. Eivor, wie geht es dir? Ich hatte gehofft, wir verbringen etwas Zeit miteinander. Das würde mir gefallen. Ich wollte gerade meine Bogenkünste verfeinern. Schließ dich mir gern an. Etwas Übung täte mir gut. Geh nur vor. Ja, so ein bisschen Entspannung, Leute, für die Folge ist auch nicht schlecht. Vergiss nicht, nur ein Pfeil pro Ziel. Bereit? Los!
Genau in die Mitte. Siehst du das, Petra? Petra? Ich habe keine Pfeile mehr. Aber hier noch irgendwie? Das Ding hatte ich schon, ne? Ja. Was? Da ist noch einer. Aber wo ist noch einer? Ich glaube, der Sieg geht an mich. Schönes Spiel. Jo. Passt. Hallo. Das war lustig. Nächstes Mal mit Brandpfeilen oder mit verbundenen Augen? Ich bleibe lieber bei gewöhnlichen Pfeilen. Da kann weniger schief gehen. Wie du meinst. Ich freue mich darauf. Nemo. Auf jeden Fall lustig. Das kann man öfters machen. Was war das nochmal für ein Zeichen? Ich vergesse das immer, ehrlich. Was war das, Schatz oder so? Blöd oder blind? Wahrscheinlich noch. Ach, Bündnis gerade. Okay. Wir gehen jetzt erstmal zu Rand B. Ah, ein neuer Brief. Nachricht von Alderman Skrobeskier. Ewe, die Lage in Skrobeskier hat sich beruhigt. Ich kann kaum glauben, wie viel Krieg und Trauer wir durchlebt haben. Solltest du dich in Skier wiederfinden, dann komm doch auf einen Besuch vorbei. Wie fühlst du dich, Eivor? Ich möchte lieber nicht darüber sprechen. Ich verstehe. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Es ist halt die Frage, okay, dahin oder doch lieber dahin? Aber das kommt ja wahrscheinlich erst später dann wahrscheinlich. Linke ist das hier. Wir hören uns erstmal. Ich denke an nichts als Zuzexe. Basim und ich könnten Sigurd retten. Aber wir brauchen ein Heer. Die Entscheidung liegt bei dir. Je mehr Bündnisse du hast, desto wahrscheinlicher dein Sieg. Ja. Ja, deswegen würde ich das später machen. Dann würde ich tatsächlich erst hier das machen. Wir hören uns erstmal das hier an. Das ist mal 250, ja, theoretisch. Ich habe einen besonderen Ruf aus Nottingerhamshire im Norden erhalten. Von deinem alten Freund Vili. Vili? Den Namen habe ich schon 10 Winter oder mehr nicht gehört. Wie geht es ihm? Gut scheint es.
Vili bittet dich, an Festmahl und Feierlichkeiten zu Ehren seines Vaters Jarl Heming teilzunehmen. Eine willkommene Einladung. Es wird schön sein, ihn wiederzusehen. Es lohnt sich auch anzumerken, dass sein Vater ein mächtiger Verbündeter wäre. Reist du hin? Noch nicht. Erzähl mir von Jofovik. Heitam sagt, dort gibt es drei weitere Ziele. Wenn das wahr ist, hast du Glück. Unsere alten Freunde Hjör und Jufina haben sich in Jofovik niedergelassen. Beide hatten Rang und Einfluss in Nordwege. Vielleicht können sie wertvolle Einblicke in die Stadtpolitik geben. Das würde mir die Arbeit erleichtern. Was sagst du also? Ich bin dann doch Linkes Saskia erstmal machen. Was ist mit Linkolnisch hier? Ein recht prahlerischer Mann namens Hunwald kam vor kurzem an und wünschte, mit dir zu sprechen. Etwas höchst Wichtiges, sagte er. Wo ist er jetzt? Unten am Hafen. Zecht mit meinen Spähern und jagt die Fische aus dem Fluss. Er erwartet dich voller Spannung. Klingt ja bezaubernd. Ich suche ihn gleich auf. Schütze deine Ohren. Ich sollte gehen. Vielleicht müssen wir die Quest erstmal aktivieren von ihr. Willst du mich kalt verkohlen oder was? So. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich wollte mit ihr reden. Ich habe es mir anders überlegt. Wie rede ich denn jetzt mit ihr? Weil wenn das ist ja, updaten oder nicht? Das will ich ja jetzt noch nicht. Ich sollte gehen. Wie rede ich denn jetzt mit ihr, ohne dass das jetzt strange ist? Oder wir machen Walker. Das ist ja definitiv wegen unserer Beziehung und nicht wegen der Quest. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt, wie man da mit ihr drüber reden soll, wenn wir denn nur die Bündniskarte oder das zur Verfügung hätten. Haben. Da können wir ja was in eine letzte noch, aber nur, weil ihr alle so guten Geschmack habt. Also, diese Geschichte trug sich vor langer Zeit in einer Oase in der Wüste zu. Eine Selbst als Dark jünger war, hatte er etwas an sich. Furchtbar, dass es dazu kam, aber du hast das Richtige getan. Oh. Ich kann mir kaum vorstellen, wie du dich fühlst. Wie dem auch sei. Du brauchst wahrscheinlich was, hm? Zeig mir, was du anzubieten hast. Du was hast ein Auge für hohe Güte. Ah, mir fehlt immer noch Gold. Wahrscheinlich muss es. Das sind wahrscheinlich diese ausländischen Dinger, deswegen musste ich da mal Fluss. Überfall wahrscheinlich mal machen, ne? Da kriegen wir ja kein Gold zusammen. Aussehen ändern. Das geht. Jetzt siehst du noch mächtiger aus. Nein, nichts geändert, Schatzi. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich würde jetzt gerne. Bis zum nächsten Treffen. Oder ich muss mit Heitam sprechen. Na, eigentlich ja mit. Eigentlich ja, eigentlich mit Dings, ne? Und
Tempel eines verborgenen Gottes. Der Wächter dieses Tempels war... Sie war ja einfach nur Händlerin, ne? Ich habe hier ein paar Sachen, die einfach nach dir rufen. Zeigst du mir deine Waren? Du brauchst das doch, auf jeden Fall. Nur echte Krieger können sowas tragen. Sonst nicht. Nö. Nun muss ich gehen. Auf bald. Beehr mich bald wieder. Joho. Also ich würde gerne mit Ranfi sprechen, aber halt nicht über die Beziehung, sondern über die Quest. So, aber es kommt ja immer wieder, du, weil es bringt ja nichts. Weggehen oder so? Nee. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Ich weiß ja nicht, ob sie irgendwo was ist, wo ich sage, okay, hier, Vinland wahrscheinlich, ne? Was kannst du mir über Vinland sagen? Ist es wahr oder nur ein Märchen? Märchen oder nicht. Ich habe jemanden gefunden, der dich dorthin bringt. Sie behauptet, es schon einmal gesehen zu haben. Wenn sie bereit ist, an meiner Seite ihr Leben auf der langen Reise aufs Spiel zu setzen, reicht mir ihr Wort. Nessa ist ihr Name. Such sie am Hafen auf, wenn du bereit bist, aufzubrechen. War es jetzt die Quest? Ich bin mir gerade unsicher. Ich muss einmal schauen. Aber eigentlich wollte ich doch... Ich habe es... ...zu unkonzentriert. Ich sollte gehen. Muss jetzt einmal nochmal gucken hier. In der Quest... So, ich wollte ja eigentlich... So, das ist ja das, was wir neu haben. Asgard wartet noch mehr... gar nicht so darauf, entdeckt zu werden. Okay. Heitam glaubt... So, achso, das ist das. Achso, doch, das ist Kjotvi. Son. Ja, nicht. Okay, dann ist es doch das Richtige. Okay, ab nach Vinland. Dann machen wir erstmal Vinland. Und danach machen wir die anderen Sachen. Nee. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Na, dann würde ich nämlich das als erstes. Was kannst du mir über Vinland sagen? Märchen, wenn sie bereit ist. Nessa. Ich gehe sofort und beende das Leben Gorm Kjotvisons dort, wo keine Valkyrie ihn finden kann. Die Reise ist lang, Eivor. Sei vorsichtig. So, das war die Dankschreibung. Ich finde es aber schwierig, dass die Briefe irgendwie keinen Haken oder so haben. So noch nur von wegen, ja, hat man ja schon einmal gelesen. Passt. Tatsächlich würde ich die Folge auch beenden. Es ist ja nur eine kurze Folge, aber es ist ja trotzdem tragische Sachen hier passiert. Und in der nächsten Folge schauen wir uns dann Vinland an. Oder wir sprechen jetzt noch... Sie ist doch im Dorf, ja. Also wir können ja nochmal mit Nessa sprechen und danach einmal nach Vinland und direkt da würde ich dann... Das wilde Leben zusammen mit Freunden an einem unbekümmerten Fluss. Ich bin... Es mag euch seltsam erscheinen, aber unser Gespräch inspirierte mich zu einem kurzen Gedicht. Darf ich es vortragen? Na los, kleiner Lord, lass mich erbeben. Oh, ich gebe mein Bestes. Es heißt... Oder an die hungrige Flamme. Gesellt sich noch ein Skalde zu uns? Ich? Meine Güte, nein, ich bin kein Skalde. Nur ein demütiger Edelmann mit einem Hang für Verse. Ein Stümper nahezu. Soll ich fortfahren? Ich bin nicht hier, um Gedichte zu bewerten. Sag, was du willst, oder trink deinen Met. Ja, Verzeihung.
Ich kam in der Hoffnung, Eivor zu treffen, die große Kriegerin des Clans. Wenn eine Audienz möglich wäre. Du solltest wissen, dass Eivor mehr Feinde als Freunde in Mercia hat, Herr. Ehe ich dich am Hodensack zu ihr schleife, will ich deinen Namen wissen. Ja, Verzeihung. Ich bin Hunwald, treuer Sohn von Lord Hunpjocht, dem Aldermann von Lincolnshire. Möge Gott ihn lange schützen und heilen. Mein Vater ist erkrankt und während seines Fieberwahns haben böse Männer sein Urteilsvermögen getrübt. Ein geheimer und mächtiger Orden, wenn die Gerüchte stimmen. Vor gerade einem Monat wurde ich, sein einziger Sohn, ohne Vorwarnung durch mercische Soldaten verjagt. Ich weiß nicht warum. Mein Vater jedenfalls hätte mich nie verbannen lassen. Von der eigenen Familie verstoßen. Das ist ein starkes Stück. Könnt ihr mir helfen, nach Lincolne zurückzukehren? Marschiert an meiner Seite durch die Stadttore, damit ich wieder bei meinem edlen Vater sein kann. Können dir helfen, wenn ihr etwas dafür bekommen, sorgst du dich um deinen Vater oder seinem Titel? Was soll ein kranker Alter mal nutzen? Wenn mein Vater sterbenskrank wäre, würde ich mich bereit machen, an seine Stelle zu treten. Wirst du das auf dich nehmen, wenn er fällt? Oh, ich will doch nicht an den Niedergang dieses großen Mannes denken. Aber wenn es zu Ende ginge, ja, ja, dann würde ich es tun. Ich muss. Du singst ein trauriges Lied, Hunwald von Lincolnshire. Ein Sohn seines Vaters Schutz beraubt, der seine Ehre unter Beweis stellen will. Wie weit würdest du gehen? Bis zum blutigen Ende? Und ob. Ich werde mich für meinen Vater in jedes Gefecht stürzen, denn ich weiß, dass wir im Recht sind. In Ordnung, junger Herr. Doch gerade braucht mich mein Clan. Aber wenn ich soweit bin, werden wir deinen Vater finden und uns für all das Unrecht rächen. Ah, du hast hier das Sagen. Das hatte ich schon vermutet. Sei gesegnet, Eivor. Ich führe dich nicht zu einem Schildwall, aber es wird gefährlich. Ich brauche dein Wort, dass du meinen Befehlen genau gehorchst. Benutze mich, wie du willst. Schön, wenn es soweit kommt. Ich warte auf dich an meinem Zufluchtsort, Botolfsdorf Lincolne. Auf Wiedersehen, kleiner Lord. Gute Reise. Gott beschütze euch alle. Ich fürchte, dass ich den Jungen in seinen Tod geleiten werde. Dann ist er wenigstens mal still. Oh, ey, diese flachen Dinger, ey. Oh, voll mein Humor. So, aber ich wollte ja hierzu. Die Gute hier. Einen schönen Tag noch, Fremde. Nessa, nicht wahr? Ich bin Eivor. Randvi sagte, du wärst meine Führerin. So ist es. Du willst über die See ins Land des heiligen Brynin reisen, nicht wahr? Randvi nannte es Vinland. Das ist dasselbe. Die Überfahrt dauert 3 Wochen mit dem Langschiff. Wow. Sie ist mühsam, fad und möglicherweise tödlich. Falls wir sie überleben, bezahle ich dich. Eivor, bevor du gehst... Du musst dich bei deiner Ankunft als Trell verkleiden. Andernfalls würdest du zu viel Aufsehen erregen. Gorm leitet das neue Lager. Du kannst davon ausgehen, dass ihm fast alle treu ergeben sind. Guter Einwand. Ich bin nur um unsere geschätzte Drängar bedacht. Eins vorweg, Eivor. Mein Schiff, meine Regeln. Zweitens, du befolgst die Regeln. Drittens, wer meine Regeln befolgt, überlebt. Verstanden. Gut. Lass mich wissen, wann du bereit bist. Dann brechen wir auf. In der Winterei musst du deine Ausrüstung, dann besitzt du deine Rückkehr. Ah, ja, okay. Aber es ist, ich find's geil so, ja. Sigurd hat seinen Arm verloren und wir gehen jetzt auf eine, naja, Fahrt. 3 Wochen hin, 3 Wochen zurück und dazwischen sind wir ja auch noch wahrscheinlich nur 1-2 Wochen da. Das ist nur für ein paar Monate nochmal auf ins andere Land. Ja,
Wie gut, dass das zeitlich nicht begrenzt ist hier, ne? Gib nur den Befehl und wir brechen auf. Ja, dann let's go. Auf nach Vinland. Los. Spring rein, wir brechen jetzt auf. Ich weiß ja nicht, ist das ein DLC, das mit Vinland? Ich weiß es gar nicht. Wir sind hier erstmal drei sind ja so eine Art unterste Hierarchie, ne? Das sind doch die Bediensteten, nennt man die auch Sklaven? Weiß ich nicht. Irgendwie so wahrscheinlich, ne? Also auf jeden Fall unterste Arbeiterklasse. Aber die Sachen kriegen wir ja wieder, wenn wir wieder zurück sind, ne? Drei kalte Wochen auf der Walstraße. Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer. Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora, aus Jofarvik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfn. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda! Wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder! Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Alles klar, meine Lieben. Das war's für heute. Wir steigen morgen direkt in das neue Abenteuer ein und mal sehen, was hier so passiert und wann wir dann unsere Rache von dem kleinen Gnomen denn haben. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich natürlich mega freuen, denn ich weiß durch die Statistik, dass viele mich noch nicht abonniert haben aus diesem Grund. Es kostet euch nichts. Ich würde mich freuen. Und natürlich auch, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann.